Alles klar, hier sind wir wieder bei Mario Universe Deluxe. Heute haben wir das Level Shifty Swale, das ist unser Boss. Was können wir uns darunter vorstellen? Dass ich gehen kann? Nein. Ich dachte, der Pfeil, wenn er nach links zeigt, das könnte auch bedeuten, ich kann das Level verlassen oder so. Warum auch immer. Also es ist geistermäßig mit, ihr wisst schon, hier, ne? Grabstein. Gruselig. Oh, okay, Glück im Unglück. Ich habe trotzdem noch eine Feuerblume, aber jetzt kein Ersatzitem, weil er mich noch vorher erwischt hat. So, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, weil es ist nicht so leicht. Okay. Komm raus. Kommt der nicht raus? Hä? Ich dachte, okay, gut. Ich habe auch nie verstanden. Ich meine, diese Dinger sind hier ursprünglich aus... Oh mein Gott, habt ihr die Musik gehört? Aus Super Mario Bros. 3. Aber diese Plattform, wo diese Geister da rauskommen, was ist das? Was ist diese Plattform? Ist das ein Geist oder sowas, worauf man läuft und der Geist besteht aus mehreren Geistern? Oder ist es... Ich meine, ich kann mir echt nicht viel drunter vorstellen. Jetzt erinnert mich die Musik einfach nur an eine Simpsons Halloween-Episode. Die klingt genauso, diese Musik ist voll Simpsons Halloween. So, okay. Dann wollen wir mal. Zack. Oh, der hat mich doch noch erwischt. Scheiße. Ich bin am Arsch. Ich muss mir meine Spin-Jump-Techniken benutzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, der Spiel sagt, geh nach links, aber. Da ist hier nicht viel zum nach links gehen. Checkpoint zum Glück. Ich war nämlich. Ich habe das wirklich im Gefühl, ich sterbe hier noch. Okay. Hä, wie komme ich denn da hoch? Fragt sich Mario. Ein Geist. Noch einer. Wie findet ihr immer diesen Ort? Okay. Ich denke mal, du bist. Wenn wir schon mal hier bist, können wir ein bisschen Spaß miteinander haben. Entschuldigung, was? Okay, mal sehen, wie du damit klarkommst. Diese Geister, wenn die lächeln, sehen noch viel creepiger aus. Okay. Jetzt wird's richtig. Glitchy, glitchy. Mario kommt in die Glitch-Zone. Ich warte auf dich, auf der anderen Seite. Okay. Schaffst du es hier lebend raus? Fragt der Geist. Okay. Hat er jetzt das Level auf den Kopf gestellt? Die Musik klingt noch komischer als eben irgendwie. Hört ihr diese Musikinstrumente? Das ist wie diese Rückwärtsmusik. So rückwärts gespielte Musik. Naja, okay. Es ist ein clever designtes Level, weil... Es geht auf zwei Seiten. Ihr wisst schon. Oh, mein Pilz. Ich glaube wirklich, es ist das Lied rückwärts gespielt. Und ich weiß nicht, ich habe das... Wann habe ich das nochmal erzählt? Was? Das war nicht in diesem Hack, oder? In irgendeinem anderen Hack? Was ich nicht vor allzu langer Zeit gespielt habe, weiß ich noch. Da habe ich noch darüber geredet, wie ich Rückwärtsmusik überhaupt nicht abkann. Ironischerweise. Das ist nicht gar nicht mal lange her. Da habe ich über Musik, die rückwärts abgespielt wird, geredet. Und wie ich diese Sounds überhaupt nicht mag. Die tun mir fast in den Ohren weh. Ich meine, hier geht's noch einigermaßen. Aber ich mag es nicht. Deswegen lass uns hier ganz schnell raus. So, jetzt muss ich natürlich ohne Power-Ups oder vielleicht mit einem Power-Up den Boss schaffen. Hier ist jetzt zum Glück keine Rückwärtsmusik mehr. Wait here until I get boss. Ich verstehe den Satz nicht. Wait here until I get boss? Warte hier, bis ich den Boss kriege? Was macht der? Wo bin ich? Ey, was ist mit dir passiert? Du bist ja auf dem Kopf. Okay. Das ist viel zu weird für mich. Er hat weird falsch geschrieben. Es wird mit EI geschrieben. Okay. Aha, ich sehe schon die Steine hier. Okay, es sieht aus, als hätte ich dich hier unterschätzt. Also, Zeit für unser nächstes Experiment. Das Experiment nennt sich auch Bosskampf. Mal sehen, was du gegen mich anrichten kannst. Okay, ein Geisterboss. Bitteschön. So, wir müssen aufpassen, weil ich habe hier halt auch nur 4 Steine, ne? Wenn die immer weg sind, dann sieht es schlecht für mich aus. Okay, aber ich glaube, solange ich diese normalen Buhus hier unter Kontrolle habe, ist
alles gut. Ich glaube, die wurden ein bisschen verändert, die Bohus, dass sie ein bisschen penetranter waren. Also, ich weiß nicht, die kamen jetzt wirklich schwierig vor. Ich drehe mich um und sofort... Ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Sofort jagen die. Meistens haben die auch eine Sekunde Delay, bevor die anfangen, oder? Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Vielleicht war es auch ein ganz normaler, stinknormaler Bosskampf, der kein bisschen editiert wurde. Also doch, klar, editiert schon, aber es ist jetzt kein Custom-Boss in dem Sinne. So, und das ist der Blaue Switch Palace. Ihr kennt's. Wir haben es geschafft. War gar nicht so leicht, das Level, das muss ich schon sagen. Also mit diesen Geisterplattformen da bin ich gar nicht mal so gut zurechtgekommen. Okay, also du hast Planet Lunkort geschafft und den dritten Switch Palace gefunden, um Bowser's Space Base zu betreten. So sieht es aus. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, okay. Na, dann machen wir mal. Haben wir fröhlich gelöst. Hier das Secret Exit, das war ja eine harte Nuss beim letzten Mal. Okay, dann gehen wir mal fröhlich, weil ich bin sehr gespannt, was hier jetzt so noch auf uns zukommt. So, den Planeten werden wir vermutlich nicht mehr betreten müssen, oder? Jetzt geht's hier hoch. High Jump Crater. Wie ist denn mein... Okay. Ich dachte einfach, ich kann höher springen, aber ich habe eine ganz komische Schwerkraft. Nicht einfach, ich springe höher, sondern guck mal, wie lange Mario braucht, bis er oben irgendwo ankommt. Ich springe und er braucht ganz lange auch zum Abheben. Okay, die Gravitation ist jetzt ziemlich gering. Du kannst jetzt Wall springen auf einer Seite. Mid-Air-Sprünge helfen auch. Ach so, okay. Ja, ich weiß schon Bescheid. Ja, das habe ich schon vorher gemacht. Oh, was war das für ein Soundeffekt-Glitch? Okay. Ja, dann landen wir mal hier langsam. Also generell finde ich es ja cool, dass ich so einen hohen Sprung habe. Aber... Okay, das war jetzt nicht so gut. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen dabei. Boah, weil wenn ich zum Beispiel Gegnern ausweichen will, ich bin nicht so schnell mit dem Springen. Boah, das war aber gemein. Okay, bitte Checkpoint jetzt. Ja, okay, lass mich mal hier... Okay, hier ist Boden. Kein Checkpoint. Ich denke mal, diese blöden Böden hier sind Checkpoints, aber dann doch nicht. Weil die sehen dem Checkpoint ähnlich. Da ist er jetzt aber. Okay, seht ihr, ich bin hier auf der sicheren Seite. Ja, das Spiel wird langsam anspruchsvoll. Habe ich jetzt schon eben im Level gemerkt. Hier wird nichts mehr einfach so geschenkt. Man muss sich das hier schon ein bisschen verdienen, hier durchzukommen. So. Und besonders dazu gehört es auch, auf Yoshi-Coin zu verzichten, weil es lohnt sich einfach überhaupt nicht. So, hier unten scheint auch irgendwas... Ja, okay, ist scheiß drauf. Wirklich. So, ich habe 38 Leben. Was soll ich noch mit Yoshi-Münzen? Okay, warten wir mal ganz kurz. Wenigstens bin ich im Laufen noch normal schnell und brauche nicht noch extra Anlauf zum Laufen. Ich brauche jetzt extra zum Springen, weil Mario so langsam auch nach oben springt. Aber Laufen geht hier noch. Okay, Moment. Ich versuch's mal so rum. Und dann so. Okay, guck mal hier. Man muss hier die perfekten Wandsprünge schaffen. Kannst du bitte gehen? Und dann schnapp ich mir das. So. Ein sehr weltraummäßiges Mario-Spiel. Hätte ich bei so einem Titel wie Mario Universe Deluxe jetzt nicht in erster Linie erwartet. Ich meine, Universum kann so vieles bedeuten. Ja, also, wenn man weiß, es hat mit Weltall zu tun, ergibt das auch irgendwie Sinn. Oh, okay. Ist das Kirby-Musik? Geh mal rein. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder daran gewöhnen, dass mein Springen normal ist. So, okay. Versuch nicht, das Level zu schaffen, ohne alle drei Switches geschafft zu haben. Kein Problem. Die Mission haben wir erfüllt. Oh, die Musik ist... geil. Paper Mario. Legende vom Äonentor. Ich meine, jetzt haben wir ja das Remake davon auch. Also ist das Spiel ja aktueller denn je. Was ironisch ist, weil als dieser Hack rauskam, da gab es ja wahrscheinlich noch überhaupt nicht sowas wie ein Remake. Schweige denn die Ankündigung davon, von Paper Mario. Aber es war auch damals schon so ein zeitloser Klassiker. Aber jetzt noch mehr als je zuvor. Das ist ein bisschen scheiße, dass ich jetzt keine Vollblumen mehr habe. Okay, mal gucken, wie wir uns hier schlagen.
Ja, ich glaube mit euch, ja, das sind einfache Gegner, okay? Diese Feuerbrüder waren gemein, aber zwei Bob-Oms und ein kleiner Cooper sind jetzt nicht so schlimm. Hier haben wir einen Magic Cooper. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man die schlagen kann mit Goombas oder mit Koopas. Irgendwie, ich habe den Eindruck, in manchen Hacks geht das und manchen wieder nicht. So, hier können wir jetzt weiter bei Barot haben. Deswegen habt ihr uns das Spiel gewarnt. Versuch's gar nicht erst, weil sonst wären wir bis hierhin gekommen und dann, aha, Pech gehabt. Dann hätten wir hier wieder gehen müssen. Oh, jetzt haben wir diese gelben Rex auch noch. Okay, Moment. Und zack, rauf da. Okay, ein paar mehr Vollblumen wären nett. Moment, das ist eigentlich easy. Warten wir einfach, bis er herkommt und dann haben wir's. Nächster Raum. Okay, wir müssen ihn hier runterlocken. Na komm. Dann einmal so, dann einmal so und dann Spinjump und das war's. Okay, ich komme ganz gut klar mit solchen Vermöbel alle Gegner räumen. So, sind einfach diese Renos. Waren das nicht zwei gerade von denen? Oder haben sie sich so übereinander gestapelt, dass sie wie ein Gegner am Ende waren? Okay, hier muss ich jetzt natürlich aufpassen, auch hier. Aber nur begrenzt. Ja, viele Steine. Und ich habe mir gerade einen Stein mit einem anderen Stein kaputt gemacht, was sehr kontraproduktiv war, aber. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Moment, einen kann ich nur noch mitnehmen in den nächsten Raum. Vielleicht habe ich dann eine kleine Art Waffe. Oh, nein. Obwohl, doch, eigentlich schon, weil jetzt bin ich hier. Okay. Moment, ich habe es immer noch. Warum habe ich Schaden genommen? Hallo? Warum was soll das? Erstmal Real Talk, was sollte das? Muss ich das gesamte Level... Nein, 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 nein. Leute, ich bin für ohne Save State spielen, ja. Aber nicht, wenn es ein Glitch ist, der mich hier einfach tötet. So, guck mal, wisst ihr, was passiert ist? Ich weiß nicht, warum es so ist, aber dadurch, dass ich diesen Stein mitgenommen habe, hat das Spiel das als Mario nimmt Instant Schaden irgendwie wahrgenommen. Und da akzeptiere ich nicht ohne Save State. Das war ein Bug, das war ein Glitch. Gut, in irgendeiner Form habe ich ihn irgendwie erst ins Leben gerufen, indem ich halt den Stein mitgenommen habe. Aber ja, was weiß ich denn, dass wenn ich einen Stein mitnehme in den nächsten Raum, dass ich davon sterbe? Das ergibt nicht mal Sinn. Also, keine Ahnung. Ihr Mario World Programmierexperten, ihr wisst Bescheid. Na toll, der hat die alle nicht erwischt. Aber egal, wir können auch einfach hier warten. Ich weiß nicht, was es dazu gebracht hat, aber es war nur mal halt einfach so, dass wenn ich den mitnehme, den Stein, dass Mario Schaden nimmt. Dadurch im nächsten Raum. Oder besser gesagt, im übernächsten Raum war das ja. So, und dadurch, dass es hier überhaupt keine Checkpoints gibt in diesem Level, bis hierhin jedenfalls, ne, immer noch nicht, habe ich mal Pech gehabt. Kann ich hier nicht einfach stehen bleiben? Ich muss doch hier gar nicht mal selber agieren. Okay. Und das war halt ein bisschen blöd. Und dann habe ich mir auch gesagt, nee, komm, ich mache jetzt nicht das gesamte Level nochmal von vorne, wegen sowas. Also, wäre ich jetzt wegen meiner eigenen Schusseligkeit gestorben, weil ich nicht gut genug in diesem Spiel bin, okay, dann hätte ich das noch akzeptiert. Aber so denke ich mir, nee, voll doof war das. Aber gut, wahrscheinlich bin ich der erste Mensch, der jemals diesen Hack gespielt hat, der es versucht hat, einen Stein mitzunehmen. Jetzt haben wir Bowser's Space Base. Das könnte das finale Level sein in diesem Spiel. Gehen wir mal rein. So, was hast du mir zu sagen? This is it, Luigi. Zeit zu sehen, was in Bowser's Space Base so los ist. Okay. Finales Level. Da bin ich. Okay, ihr merkt, es ist wirklich seriös, wenn die Mario Galaxy Final Boss Musik kommt. Oder besser gesagt, Final Level vor dem Boss. Schönes Lied, wirklich. Mario Galaxy. Mario Galaxy hat auch einfach einen krassen Soundtrack gehabt. Ich meine, die sind da richtig hart reingegangen mit dem ganzen Orchester. Gut, jetzt in dieser Super Nintendo Sound Font klappt das jetzt nicht mit dem ganzen Orchester, aber für eine Mario World, also für eine Super Nintendo Version von dem Lied, klingt sie auch sehr, sehr gut. Ja, leider spawnt der neu und ich weiß nicht, wie ich dem ausweiche. Klar, ich hätte da wahrscheinlich ganz geschickt Wandsprünge machen sollen. Aber nö. Da ist man echt... Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. Da ist man echt erstaunt manchmal, wie gut dieser... Also wie gut die Sachen aus dem Nintendo... Super Nintendo Soundchip hier rausholen. Dass die so cool klingen. Was ist bitte dieser rote Kettensägen-Typ? Ich weiß nicht. Ist das überhaupt ein Lebewesen? Ich meine, es verfolgt mich.
Und wessen rote Farbe ist es überhaupt? Also im Klartext, irgendjemand anderes musste doch schon hier bluten. Oh, jetzt wird es aber echt penetrant. Das einzige Gute ist halt, dass er hier nicht hochkommt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann eine Kettensäge hier gesehen habe, die mich verfolgt. Ist ja keine richtige Kettensäge, ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr was? Scheiß auf das One-Up-Down. Das ist es nicht mehr wert, hier Schaden zu nehmen. Wobei man hier auch einen Checkpoint eh hat. Okay. Dann vielleicht Boss? Oder geht's hier weiter? Aha, hier ist Peach. Die bestimmt nicht gleich in dieses Loch da reinfallen wird, wenn hier eine Falltür aufgeht. Okay. Ey, Mario, du hast mich gefunden. Und alles ist gut und alle sind fröhlich. Okay, jetzt müssen wir nur noch einen Weg hier rausfinden. Oh nein! So was Blödes. Selbst der Hintergrund ist böse, weil er jetzt rot ist. Hahaha, du bist direkt in meine Falle gefallen. Warte, wer, Peach oder ich? Eigentlich ja Peach. Ich wusste, du würdest für Peach herkommen, um nachher zu suchen. Also habe ich diese Base dazu eingestellt, dass sie sich selbst zerstört. Wow. Die ganzen Kosten, die dafür drauf gehen, das Ding zu bauen. Okay. Okay, die Kirby-Musik geht hart ab. Shit, wir haben auch nur wenig Sekunden hier oben, wenn ihr mal guckt. Oh Gott, es hat mich so durcheinander gebracht. Ja, kein extra Power-Up mehr für mich. Das ist immer ärgerlich. Man hat extra zwei Items, aber man kann sie nie benutzen, weil sie halt wirklich sehr doof fallen. Ja, okay, jetzt müssen wir jetzt irgendwie als kleiner Mario durchrocken. Okay, gucken wir mal, wie ich mich hier so anstelle. Oh Gott, ich habe mich fett verarschen lassen, okay. Ach man, ey. Ich wünschte, ich hätte das beim ersten Versuch geschafft. Okay. Das einzig Gute ist, man darf Cutscenes auch überspringen mit Start. Und nächster Versuch. Ich meine, dass ich jetzt keine Vollblume habe, ist hier eigentlich schon fast egal, weil ich meine, ich habe zwar kein Ersatz-Item in dem Sinne, aber eben konnte ich es auch genauso wenig benutzen, als es dann runtergefallen ist. Von daher ist das dann wahrscheinlich auch egal. Gucken, wie ich als normal großer Mario jetzt durchkomme. Ich weiß ja auch gar nicht, wie streng das hier mit der Zeit war, aber ich habe auch den Eindruck, ich war jetzt eben nicht gerade schnell unterwegs, habe ein bisschen getrödelt. Wobei, ich glaube, ich bin jetzt genauso schnell wie eben. Machen wir einfach mal so. Ich weiß halt nicht, ob ich einfach straight unten herlaufen könnte. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gel... Lass mich raten, da rechts ist das Ziel, oder? Da war das Ziel schon. Ich dachte, ich würde auf der Plattform noch landen. Ich dachte, ich würde es noch hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich stelle mich hier gerade nicht gut an. Ich beweise gerade nicht, dass ich der ultimative Super Nintendo Gamer bin. Also, mit Super Nintendo meine ich eigentlich nur Super Mario World. Nicht die 400 anderen Super Nintendo Spiele, die veröffentlicht worden sind. So. Also, nochmal das Ganze. Ich meine, es ist schwer, ja, aber es ist jetzt auch nicht unverschämt schwer, dass man das auf keinen Fall schaffen kann. Aber ich habe mich gerade zweimal auch doof angestellt. Und ich muss auch sagen, bis auf, dass das Power-Up so blöd runtergefallen ist beim ersten Versuch, waren auch beide Male, wo ich runtergefallen bin, auch wirklich meine Schuld. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Nicht das Spiel ist schuld. Diesmal nicht zumindest. So. Okay. Also jetzt bin ich hier, wo ich eben gestorben bin. Und ich hatte ein bisschen Unrecht. Scheiße, dann springt der. Woher soll ich denn das sehen? Die sehen ja alle gleich aus, diese Dinger, und verhalten sich komplett verschieden. Aber zumindest in dem... Boah, Junge, wie knapp das war. In dem Sinne hatte ich Unrecht. Ich bin nicht kurz vom Ziel gestorben. Wir haben noch 7 Sekunden. 3. Okay. Ich bin durch. Wie ist Peach? Achso, sie ist ja runtergefallen. Ich hab mich gerade verwirrt. Die ist hier durchgeschafft. Aber ja. Hey Mario, Tag, da bin ich. Was ist mit ihren Augen? Und da explodiert das Ding. Seht ihr das? Guck mal, wenn ich die Cutscene, also in die nächste Szene übergehe, flimmert alles zum Übergang, außer Mario. Achtet mir jetzt genau auf Peach, nicht nur auf ihre verrückten Augen, sondern überhaupt auf Peach und auf Mario. Wenn ich jetzt auf A drücke, dann flimmert alles bis auf Mario selbst. Seht ihr das?
Das sieht irgendwie so voll komisch dann aus. Ey, du hast geschafft, Mario. Danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem, dafür bin ich ja wohl da. Wir müssen irgendwas tun, um es zu feiern. Ich weiß. Ich lasse die Tots einen Kuchen backen. Okay. Wir treffen uns am Schloss. Yeah, peace. Achso, das gehört noch zur Cutscene. Ich muss hier A drücken. So, aber... Ich meine, wenn die Musik ja schon so ist. Aber warum? Es war alles eine Simulation. Warum würde Bowser Peach auf dem Schiff lassen? Es ist nicht Peach. Es ist nicht das Ziel, sie für ihn selbst zu haben? Okay, warum würde sie da zum Sterben lassen? Oh oh. Das Lytra gibt ein neues Signal. Irgendwas ist ja faul. Warum hat das Ding eine Krone? Danke. Ich dachte... Okay. Das sind die Credits. Okay, ich dachte, wenn da jetzt so eine Krone kommt und so ein Cliffhanger, dachte ich, hier kommt das echte Finale-Level. Und dadurch, dass es eine Krone hat, heißt das sowas wie das super härteste Level, wie es ja oft im Mario-Spielen ist. Das letzte Level, wo es dann so ein super duper hartes wird. So, ich kann hier auf jeden Fall nicht laufen. Er läuft automatisch. Ich kann mich ducken. Ich kann ziehen, sodass Mario halt diese Animation hier macht. Und ich kann halt springen. Okay. Bisschen komisches Ende, oder nicht? Endet wirklich auf so eine Art, fast schon wie ein Cliffhanger. Als würde irgendwas hier nicht stimmen. Ein irgendwie unbefriedigendes Ende. Wäre jetzt nur das letzte nicht da gewesen. Dann weiß ich nicht. Dann hätte man sagen können, naja, schönes Ende. Aber ja, nein, irgendwie, dass Mario so skeptisch wird und irgendwie die ganze Geschichte gar nicht aufgeht. Ich weiß ja nicht. Okay, aber das Spiel ist ja noch nicht ganz, ganz vorbei. Wir haben ja noch diese Speedrun-Level da irgendwie. Okay, boah, es ist echt schwer alles zu lesen, weil, ihr wisst schon, der Text scrollt halt seitwärts und ich versuche hier oben und unten zu lesen. Okay, danke an mich! Oh mein Gott, er hat mich erwähnt! Nicht jeden, der spielt! Mich! Nur mich! SSB Rocker! Ich bin damit gemeint. So, das war das Credits-Level. Ja, im Prinzip... Also an sich ist das Spiel vorbei hier, ja, aber wir haben ja diese Challenge-Level da ausgelassen. Da würde ich doch ganz gerne mal reinschauen. Ich glaube, das war in Welt 2, richtig? Gucken wir uns das mal an. Bei diesem einen Tod. Ich habe mir die Namen nicht gemerkt von diesen komischen Tods. Sag mir da nicht böse. Okay, Frank's Lab, ganz genau. So, und hier können wir das halt alles machen.